Hi, ich bin Saki. Heute stelle ich mal wieder etwas vor, das viele noch überhaupt nicht kennen dürften, und zwar ein Multifunktionsreiskocher für unterwegs. Das hier ist er und ich hole ihn direkt mal aus seinem Transportsäckchen. Also wenn ich in der Vergangenheit mal Reis mit auf einer Tour genommen habe, dann habe ich mir Wasser zum Kochen gebracht, habe den Reis dort hineingeschüttet und gewartet, bis er gar war. Nie im Leben wäre ich auf die Idee gekommen, dass es für sowas einen Outdoor-Reiskocher geben könnte wie diesen hier. Wofür auch? Mittlerweile sehe ich das allerdings ein bisschen anders, denn der Kies-Titan-Multifunktionskocher kann hier draußen eine ganze Menge Spaß machen, und zwar für diejenigen, die zum einen gerne Reis essen möchten und zum zweiten, die sich draußen gerne kleine komplette Mahlzeiten möglichst einfach zubereiten wollen. Der Multifunktionskocher besteht aus Titan, Edelstahl und Silikon. Der Topf an sich ist aus Titan gefertigt, ein extrem leichtes und robustes Material. Die Klappgriffe bestehen aus Edelstahl und unter dem Deckel findet sich das erwähnte Silikon, nämlich als Deckeldichtung. Am Deckel selber ein kleiner Klappgriff. Einklappbare Griffe am großen Topf, der übrigens 900 ml Volumen besitzt. Und der eigentliche Clou ist dieser Kochtopfeinsatz hier, der ebenfalls aus Titan besteht. Gesamtgewicht 272 Gramm. Okay, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich zeige es euch erstmal fürs ganz normale Reiskochen. Wenn man sich den Topfeinsatz mal genauer anschaut, dann findet man auf der Außenseite einmal eine Skala für Flüssigkeitsmengen und einmal eine Skala für Reismengen. Als erstes füllt man die gewünschte Reismenge ein. Hier bei mir sind das jetzt ungefähr 100 Gramm bis zur ersten Markierung. Und jetzt nutzt man die Flüssigkeitsskala, um die entsprechende Wassermenge einzufüllen. Aber Achtung, dazu muss der Einsatz erst in den Topf gesteckt werden, denn dieser Einsatz besitzt zahlreiche Löcher. Zum einen hier an den Markierungen, dann auch auf der Unterseite und auch nochmal hier oben seitlich. Durch diese kann das Wasser in den Kochtopf laufen. Ich fülle also Wasser bis zur gewünschten Marke ein, warte dann wieder ein bisschen, denn jetzt läuft das Wasser durch die Löcher in den großen Topf hinein und dann fülle ich noch einmal passend nach. So habe ich dann die perfekte Menge Wasser für meinen Reis abgemessen und verschwende kein Kochwasser, das ich später nur fortschütten würde. Erster großer Vorteil. Nun wird der Topf dicht verschlossen und kommt dann auf einen Kocher. Und den lasse ich nun erstmal unter voller Leistung laufen. Stelle ich dann fest, dass aus der Öffnung hier oben Wasserdampf unter Druck austritt, regle ich den Brenner so weit herunter, bis der Wasserdampf nur noch ganz leicht austritt, das Wasser im Topf also noch gerade so weiterköchelt. Nun muss der Reis 15 Minuten lang garen. Auch wenn es durch das Verschlusssystem so aussieht, handelt es sich bei diesem Reiskocher nicht um einen Schnellkochtopf. Der überschüssige Druck tritt hier oben aus. Natürlich wird der Druck etwas höher sein als bei einem normalen Kochtopf, Schnellkochtopf kann man das jedoch nicht nennen. Was passiert jetzt hier drin? Der Reis wird durch die Löcher im Einsatz schon gedämpft, während er den Großteil des Wassers dabei natürlich aufnimmt. Normalerweise verwende ich zu Hause eigentlich nur noch Naturreis, also ungeschälten Reis, aus gesundheitlichen Gründen. Der wäre für hier draußen aber nicht geeignet, denn der bräuchte ungefähr die doppelte Zeit und dementsprechend auch viel mehr Brennstoff. Durch das Funktionsprinzip des Kies-Reiskochers kann ich meinen Brenner aber wirklich extrem herunterregeln und so kann ich meinen Reis jetzt 15 Minuten lang garen, ohne besonders viel Brennstoff zu verbrauchen. So, 15 Minuten sind um, schauen wir mal nach. Perfekt, der Reis ist gar und ich muss nicht einmal mehr Kochwasser abschütten. Einfach irgendetwas hineinrühren und losessen. Und durch den Einsatz könnte ich den Reis jetzt sogar hier aus dem Topf herausnehmen und könnte mir im Topf noch eine Soße zubereiten. Wie gesagt, kann man sich im Multikocher aber auch direkt kleine Mahlzeiten zubereiten und das mache ich jetzt mal. Als erstes den Reis bis zur gewünschten Markierung
Diesmal werde ich ihn aber direkt mit etwas Gemüsebrühe würzen. Jetzt noch die passende Menge Wasser einfüllen. Dann gebe ich jetzt eine Dose Thunfisch dazu. Und etwas Frisches aus dem Gemüsegarten der Natur. Deckel drauf, aufs Feuer damit und wieder 15 Minuten lang kochen. Sobald Wasserdampf austritt, wieder passend herunterschalten. Und jetzt ist erstmal wieder Abwarten angesagt. Man könnte auch irgendein größeres Gemüse oben auf den Reis legen und es durch den Wasserdampf dann mitgaren lassen. So, die Zeit ist um. Einwandfrei. Wenn du dich für den Multifunktionsreiskocher von Kies interessierst, findest du ihn unter der eingeblendeten Webadresse. Macht's gut!